Könnte hier sein, weil da ja auch Belizium liegt. Ist wahrscheinlich irgendwo hier. Ah. Wollen wir da jetzt hin? Oder? Also wir haben ja hier noch ein Fragezeichen bekommen. Ne? So, da. Da ist auch noch eine Tür, wo wir nicht. Zwei Türen, wo wir nicht weit gegangen sind. Okay. Die Hauptgrube. Und da kommen wir zum südlichen Teil der Talon-Oberwelt, wo wir ja eigentlich. Hin sollten, ne? Wir nehmen einfach mal kurz nur zum Verständnis, nehmen wir jetzt einmal den Aufzug. Und gucken mal, wo wir hier sind. Hoppala, das ist aber gefährlich hier. Ach, genau, guck, wie ich es gesagt habe, einfach nur hier. Da ist der Verbindungstunnel. Der rollen wir uns erstmal durch, damit wir nämlich hier einen hinlegen können und dann da einsammeln können. Und damit haben wir jetzt aber hier aber den einfach die Abkürzung geschafft. Okay, damit direkt in. Nach Findrana relativ chillig. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Wie ist der denn tituliert? Zum westlichen Teil der Phason-Minen. Okay. Heißt aber, wir können das hier mit einem schlauen Buch abstreichen. Verbindungstunnel zum Lavapumpen, Trümmer Benetium. Zick. Weil in der Kernhalle zum Beispiel, diese hochgelegene weiße Tür, die man da gerade kurz gesehen hat vorhin, auf der Karte im Magmoor, dafür brauchen wir noch den Grapple Beam. Also können wir da in der Richtung jetzt nicht so viel machen und das Spiel hat uns ja darauf hingewiesen, dass wir eigentlich. Okay, es ist einfach nur eine optimierte. Eigentlich in die andere Richtung hier und auf in der Tarnon-Oberwelt Dinge finden können. Missilvorrat fast erschöpft. Beruhig dich mal, wir haben 26 noch, ne? Ja klar, bei 135 ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber also jetzt da jetzt hier direkt den Larry zu machen. Also sind noch ganz fünf Supermeißels. Ja. Wo soll hier was sein? Der Wärme bringt. Warum wir? Was? Ja, der eine hat sich schon wieder selbst ins Fahrzeug buxiert. Lieben wir. Aber ohne Scan, ne? Das ist gemein, finde ich. Weil das so ein bisschen.
Finde ich, ja, falsches Learning. Weißt du, du erziehst den Spieler eigentlich hier. Junge. Der kaputt. Ziemlich stark dazu halt, vorher mal zu scannen, um zu schauen, wo die Schwachstellen oder wo Schwachstellen sind, ne, wo man mit gewissen Materialien durchkommt. Hast dann aber halt auch Stellen, wo nichts dran steht. Das ist irgendwie so. Weiß ich nicht, weil finde ich nicht so geil. Einfach. Fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Direkt hinten durch links, ne? Ach ja, die Schattenpiraten. Dachte, die wären weiter von mir. Leider Gott sei Dank, oh, was heißt leider? Gott sei Dank ganz blöd, um Türen zu benutzen. Von daher. Sind wir da ganz froh drum. Ah ja. Na, brauch nur die richtige Winkel. Augenscheinlich müssten wir es doch treffen, oder? Wollte schon sagen. Okay, hier sind noch immer Schlummern. Was hier auf jeden Fall schlummert, sind Meteroids. Ja, guten Tag. Entschuldigung. Bin ich aber zu schreckhaft, sag mal. Das ist Halloween, ne? Wahrscheinlich deswegen. Vielleicht zu früh eingesammelt, ne? Ja. Schön blöd. Genau deswegen kamen wir hier noch nicht weiter. Ja, hier dieser BD-Brocken war. Und jetzt können wir aber hier auch gelb justieren. Stellen aber fest, dass unten halt noch falsch eingestellt ist. Respektive, Moment mal eben, ich habe oben auch falsch eingestellt, denn ich habe mich an dem mittleren. Wir müssen alles umstellen. Die Zunge muss jetzt 180 Grad. So, laut Map. Ja. Genau.
Was ist denn hinter mir? Über, ach, das ist auch über mir auf beiden Seiten. Wir probieren es erstmal so. Learning by doing. Na willst du, Samus? Hier rein. Sehr richtig. Und jetzt sind wir da ganz unten. Hey, und springen erstmal die Mythos auf den Kopf. Beinahe. So. Na, bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Zu einem anderen großen Haufen Benditium. Wir sind hierbei gegen die Effekte abgeschirmt. Der Grapple Beam. Hurra, hurra. Finally ist er da. Geile. Grapple Beam erhalten. Bitte ZL gedrückt halten, um einen Verankerungspunkt zu erfassen und mit dem Grapple Beam zu fixieren. Bitte ZL wieder loslassen, um die Verbindung zu lösen. Zusätzliche Dateneintragung im Inventar. Bitte drück Minus, um was mit da aufzurufen. Sekundäre Ausrüstung Grapple Beam. Der Grapple Beam ermöglicht das Hin- und Herspringen an bestimmten Verankerungspunkten in der jeweiligen Umgebung. Verankerungspunkte erscheinen als dieses Symbol im Visor. Bitte ZL gedrückt halten, um den Grapple Beam abzufeuern. Bitte ZL weiter gedrückt halten, um die Verbindung wieder zu halten. Sie wieder. Dank des Grapple Beams lassen sich auch größere Kluften überwinden. Mit Hilfe des linken Sticks lässt sich beim Schwingen die Richtung beeinflussen. Ja. Eureka, Herr Kapitän. Das bringt uns auch wieder ein gutes Stück voran. Das freut mich sehr. Rebelli, Grabbeli, Grubbeli, Gupp. Tada! Whee! Call me Spidey. Achtung, Entsorgungssystem saugt kleinere Objekte automatisch an. Aha. Gut. Ach, das ist dieser lustige. Ja. Hier hat man so eine lustige Wasserphysik. Fast ein bisschen wie bei den Mega Man-Spielen. Okay, das wäre einfach nur kürzer Weg gewesen, ich verstehe. Wie mir alles relativ entspannt. Geht das kleine in Grün, das gleiche in Grün. I see you. Oh, sie haben mich entdeckt. Ja, beruhig dich. Manchmal das Gefühl, es gibt auch sowas wie Krische-Treffer. Ab und zu.
Das Steuerungssystem des Krans scheint intakt. Es fehlt jedoch die Stromversorgung. Die Energieleitung zur Aktivierung des Steuersystems befindet sich wahrscheinlich in der Nähe der Kontrollkabine auf der gegenüberliegenden Seite. Ein neuer Eintrag wurde in die Datenbank des Bereichs Technologie aufgenommen. Diese Stelle kann als Verankerungspunkt für den Grapplebeam dienen. Wenn erscheint, ZL drücken, um den Grapplebeam einzusetzen. Ach krass, okay. Kann man erst. Erfahrungspunkte haben wir ja schon viele gesehen, aber wenn die erst als wirklich als Technologiescan aufgenommen, wenn wir die Technologie dafür haben. Und damit haben wir Technologie fertig, so wie es den Anschein nimmt, was mich sehr erfreut, weil das sind auf jeden Fall Dinge, die man schnell vergisst, gerade die Pickups. Interessanterweise können wir noch nicht ballern, während wir fliegen, obwohl es ja eigentlich der andere Arm ist. Ich meine, das würde sich auf jeden Fall in einem der Nachfolger ändern. Vielleicht vertue ich mich auch. Der Scan des Krans deutet darauf hin, dass er kürzlich benutzt wurde. Momentan ist er nicht in Betrieb. Schienensystem mit magnetischer Spur, die ins Nichts führt. Ja, gut. Die Steuerkontrolle dieses Lastkranzes ist intakt, es fehlt jedoch die Stromversorgung. Eine nahegelegene Energieleitung muss eine Funktion. Wissen wir, kennen wir. Transport von Baustoffen abgeschlossen. Jegliche Phasomutationen sind dem wissenschaftlichen Team umgehend mitzuteilen. Alle Einheiten mit vorteilhaften Mutationen erhalten eine Gehaltssteigerung und zusätzliche Verpflegung. Mögliche Kandidaten für die Elite sowie für den Einsatz in der Truppe werden derzeit vom Kommando ausgewählt. Ja, wo ist denn die Stromzufuhr? Eigo da. Ist besser jetzt? Kran scheint wieder intakt zu sein. Der Kranturm wird neu ausgerichtet. Ja, guck. Das erklärt auch diese magnetische Schiene hier, wobei es nicht ganz erklärt, warum der Kran überhaupt so eine magnetische Schiene hat, aber Details. Aber da bringt uns ja der Verankerungspunkt nichts, ne? Deswegen. Drehen wir da ganz zurück, dann haben wir nämlich auch wieder deine Abkürzung. Dann gucken wir, kannst du mich jetzt hier halt den ganzen unteren Bereich eigentlich dann bypassen. Naja, die Map hier ist echt verrückt. Bin ich jetzt im Kopf oder warte mal, wo ist denn. Nee, so ist richtig. So, also dann kannst du nämlich dann hier über diesen, ne, mit dem langen Turm direkt hier in den unteren Teil und können den ganzen Bereich hier unten, die Sicherheitsstation und den ganzen Mist skippen. Allerdings gehen wir da jetzt mal schnell durch, weil ich glaube, dass da auch noch Bendezium-Sachen waren. Die man nämlich ansonsten dann schnell ist. Gerade wenn man jetzt diese Abkürzung freigeschaltet hat, kann man hier mit dem Alarm hier ausmachen. Was soll das denn? Frechheit.
Lächerlichkeit. Wir hätten auch speichern können. Hatten Piraten. Nee, die sollten vielleicht einfach mal ihre Tarnung aufrechterhalten. Wie wär's denn damit? Hier direkt war aber noch nichts, ne? Mich beschlich kurz nochmal ein Gefühl, Gott sei Dank. Sicherheitszugang ist natürlich hier. Sicherheitszugang A, ja. Genau. Nämlich in der Sicherheitsstation und in der Eliteforschung ist überall Benetium. Das ja, in all den drei Räumen hier. Bis auf Sicherheitszugang B ist nämlich noch was versteckt. Lass mich aus ganzem Medizin, was ich im letzten Stream dann angemerkt hatte, was ich vorhin etwas vermisst hatte. Was hat mich getroffen? Ist von mir weggelaufen. Schön die Ladung, die Elektroenergie direkt ins Gesicht. Bäm. Ja, wenn man in diesem Kraftfeld vorbeikommt, ist auch eine Frage, die uns aber noch nicht so sehr interessiert, weil wir eh noch nicht an die roten Türen vorbeikommen. Also manchmal ist die KI echt ein bisschen, ne? Noch nicht so richtig motiviert beim Verteidigen ihrer Anlagen hier, habe ich manchmal das Gefühl. Irgendwo ist noch einer. So, können die Großen eigentlich auch ausrasten bei genug Beschuss? Auch wenn ich die Rüstung von den Beam-Piraten irgendwie cool finde. Das muss ich wohl schon zugeben. Mit diesem langen Hut. Und diesem Fettschwert. Sehen die schon ganz cool aus. Auch wenn es dann eigentlich voll die Lappen sind. Wir machen gerade aber schöne Skulpturen von denen. Ist auch geil, dass der Eisbeam anscheinend auch die Gravitation einfriert. Also die Leute auch einfach mit eher gehen lässt, so das, wenn die jetzt. Okay. Ich brauche eine neue P-Bomb. Partieller Sicherheitszugang erteilt. Kraftfeld deaktiviert. Ach, hier machst du das Kraftfeld wieder vorne aus. Na gut. Da freut sich dann Zukunft darüber. Oder hat es wahrscheinlich bis dahin komplett vergessen. Das ist wieder ein Haken. Eliteforschung ist dann da vorne, ne? Ja. Okay, das sind die ganz einfachen Schattenpiraten, ja. Wird auch nochmal geklärt. Sehen so ein bisschen nackig aus, die Kollegen,
möchte mal gerne mal aus der Nähe betrachten. Das ist so ein bisschen schwierig. Da habe ich so ein Problem mit. Komme ich hier eigentlich irgendwo drunter? Weil wegen den Fasern wäre es keine gute Idee. Aber heißt ja nicht, dass da nichts versteckt ist, ne? Auf jeden Fall haben wir gerade noch Blut eingesammelt. Sind wir gerade selber ein bisschen schwindig. Entweder kommen wir hier durch oder da durch oder da. Aber ich denke, ich höre auch nichts, wo man. Von daher. Der Alpha. Ist seine Kapsel mit Pendizium versehen? Ach, ich brauche Bomben, Kinders. Gib mir. Nee. Das ist alles die Elite-Forschung, ne? Jo, aber wo denn, wo war denn hier noch Pedizium, du? Das ist doch auch der Raum, wo oben der Laser ist. Der große Bergbaulaser. Nee. Ey, wofür habe ich denn? Jetzt muss ich wieder alle. Wir checken nochmal unten alles, weil hier müsste ich wieder alles nochmal aufspringen. Das heißt, ich muss wieder so eine ganze Runde mit dem Laser machen. Abgesehen davon, dass wir gerade sowieso keine P-Bombs haben. Was noch das eigentliche Problem ist. Oder ging es mir echt um den Typen? Plattformsystem aktiviert, Plattformsystem aktiviert. Den aufschrieben. Nun. Also wie gesagt, da lasse ich das erstmal noch im Buch stehen. Ohne Powerbomb. Kommen wir hier eh nicht weiter. Leider Gottes. Dabei ist die Maus kein Waren ab. Vielleicht ist einer von den Konsorten in Droplaune. Emma. Gar nichts zu droppen ist aufrecht. Ach nee.
Ich hab vergessen, wie es funktioniert. Ah, oh Gott. Der Wavewasser ist so scheiße, ey. Aktivieren und dann aber kann ich. Nee. Hä? Was muss ich gedrückt halten dafür? Muss er gedrückt halten? Okay, jetzt habe ich alle Missile verbraucht für die Sache. Das Ding ist einfach. Einfach Rotz. Schön ist, dass die Pistole, dass die Kanone auch an der Decke vorbei versucht auf uns, durch die Wand versucht auf uns zu schießen. Meine Fresse. Da sind wir schon wieder eine Stunde dran, ne? Heftig. Ach Jungs. Da ist noch einer. Wie nah müssen wir eigentlich dran sein für den Grapple Beam? Okay, das ist zu weit weg. Da oben? Gott sei Dank, hä? Nutzen wir mal eben die Speicherstation. Ist das hier eine Halfpipe? Nee, ne? Nee, nee. Okay. Die Speicherstation hier. Und ich mache ein ganz kurzes Päuschen. Bin sofort wieder da. Bei mich.